bin gestern nach dem Abschlusskonzert in dem Columbia Theater, was wirklich grandios war, es lief so gut, sind wir direkt weitergefahren in unser Teamwochenende, wo wir jetzt auch sind. Und das ist echt schön hier. Einziges Problem ist, die Frau, die uns das Haus vermietet hat, hat die Heizung nicht angemacht und sie meldet sich nicht. Das heißt, es ist draußen, obwohl es draußen schon kalt ist, immer noch wärmer als drin. Das ist auch echt eine riesen Frechheit, finde ich. Wie kann man ein Haus vermieten und dann sagen, wenn ihr die Heizung anhaben wollt, müsst ihr 20 Euro pro Tag extra zahlen. Naja, egal. Aber das Haus an sich ist echt schön. Drin haben wir gerade gefrühstückt. Da schläft ein Arthur. Leise. Marc ist auf dem Weg hierher und wir haben Marc aufgetragen, er möge bitte ganz viel Holz mitbringen, damit wir den Ofen anschmeißen können. Dann kann man nach oben gehen. Hallo! Das ist ganz witzig, das ist ein Bad mit zwei Duschen nebeneinander. Das habe ich so auch noch nie gesehen. Es gibt eine und zwei Duschen, kann man quasi parallel. Hier schlafen wir, hier ist das Zimmer der Kinder. Da schlafen wir. Schlafen, glaube ich, an Christine und Carlotta. Hier schläft Anna. Weil ich finde, was echt ein witziger Raum ist, weil er ist riesengroß. Und da hinten liegt eine Matratze. Hier, das wird das Familienzimmer von Marc und Nina. So, das Haus ist ganz schön, das muss man echt sagen, es ist einfach schweinskalt hier. Und was auch super unangenehm ist, wenn keiner will in Urlaub fahren und überall liegen wie bei Frauentausch irgendwelche Zettel rum, die dir sagen, du darfst dies nicht, du darfst das nicht, du darfst jenes nicht. Das ist echt anstrengend, also ich meine, so will doch keiner sich entspannen. Und es ist so kalt. Hier, ach da, bitte im Treppenhaus und Räume die Schuhe ausziehen. Die Schaukel. Jetzt gucken wir uns das Trampolin an. Mama, ich gehe zum Trampolin. Das ist unser Trampolin. Das ist voll witzig, Magnus hat eine Schnecke gefunden und behandelt sie jetzt wie sein eigenes Haustier. Sie wird gerade gefüttert mit Rucola. Zeig mir die Schnecke. Hier ist sie. Ah, Schnecke. Die heißt Brennerei. Ja, Brenz, Schnecke und die andere heißt dann Prinzessin. Nein, nicht Prinzessin. Also laut Anne sind wir heute im Ziegeleipark im Märkischen beim Märkischen Eisenbahnfest. Julius hat ja schon gefilmt, wir sind jetzt in unserem Ferienhaus, das ist echt toll. Wir haben gerade einen Ausflug gemacht zu so einer Ziegelei, da war ein Fest mit Eisenbahn. Die Kinder chillen auf der Schaukel, die Jungs machen Holz. Ich habe Feuer gemacht. Wie echte Männer. Die Mädels machen gerade Essen. Und die anderen Mädels kaufen noch schnell Autan, weil hier sind super viele Mücken. Oh.
Holzhacken ist so unglaublich anstrengend. Ich habe so geschwitzt eben. Das ganze Holzkleinsacken. Da wird der Tisch gedeckt. Es gibt unglaublich viele Mücken hier. Der Grund, weswegen alle so komisch läuft, ist, dass wir auf dem längsten, ist das der längste europäische Barfußpfad? Es ist der längste der Welt. Es ist der längste Barfußpfad der Welt und wir sind dort, um ein bisschen Fußerfahrung zu machen. Wo fängt man denn an? Das ist jetzt aber wirklich enttäuschend, das scheint so, als wäre es schon vorbei. Jetzt sind wir nur 10 Minuten gelaufen. Ich bin jetzt mal nach vorne gepirscht, um zu gucken, ob ich noch mehr finde. Aber ganz offensichtlich mehr als Sandstein, Holz gab es dann irgendwie nicht, wo man drüber laufen kann. Der letzte Tag von unserem Teamausflug. Wir sind heute, nachdem wir alles zusammengepackt haben, sind wir in Schloss Meseberg gefahren. Das Schloss, wo sich die Staatsgäste von Angela Merkel aufhalten. Ich frage mich ehrlich gesagt, warum durften wir uns da nicht aufhalten? Also ich hab im Bundeskanzleramt angerufen persönlich und gefragt. Ehrlich? Ich wusste nicht, dass das die Nummer von unserem Bundeskanzleramt ist. Und dachte, das ist von dem Schloss, ruf an. Das Kanzleramt ist ein Vogel. Jetzt geht's ab nach Hause und ich freue mich wirklich auf zu Hause. Ey, erst die Tour, jetzt das Teamwochenende. Das war so alles total toll und voll schön. Aber jetzt wird Zeit, nach Hause zu fahren. Tschüss.